wir kennen uns jetzt 2 Jahre. Wir haben uns am Turnier kennengelernt über Freunde, die irgendwie scheinbar von uns beiden gesagt haben, dass das vielleicht passen könnte. Vicky ist sehr offen, immer sehr ehrlich und wir harmonieren einfach super gut zusammen und sonst wäre ich auch nicht nach München gekommen. Ich glaube, ich kann mich zu 1000% auf ihn verlassen, dass er hinter mir steht und dass wir versuchen, das hier zusammen zu machen. Sie haben sich selbstständig gemacht. Dressurreiterin Viktoria Michalke und Dennis Nielsen, der Springreiter. Der setzt dabei alles auf eine Karte und folgt der Stimme seines Herzens. Dennoch fiel ihm der Abschied vom Gestüt Spree nach 10 Jahren im Landkreis Cloppenburg schwer. Am Angestelltsein fand ich, konnte ich mich allein nur um die Pferde kümmern und nicht so viel ums Management. Und das wurde mir halt viel abgenommen. Und hier muss ich mich halt eigentlich um alles mit kümmern. Was Futter, über die Mitarbeiter, dass sie gut drauf sind, dass die Anlage gut aussieht und halt nicht nur reiten, sondern alles drumherum. Was mir am Anfang auch erst nicht so leicht gefallen ist, aber ich bin zum Glück in funktionierenden Betrieb und die haben es mir sehr leicht gemacht, dass es mittlerweile auch besser und besser wird. Die beiden verbindet mehr als ihre Liebe zu Pferden. Wir haben, glaube ich, ähnliche Ansichten und sind so, gucken uns alles in Ruhe an und schauen, ob das passt. Sie haben gut 20 Boxen zur Verfügung. Ihre Philosophie: Klasse statt Masse. Keine Pferdefabrik eben, sondern eine Manufaktur soll es werden. Wir haben jetzt natürlich auch viele junge Pferde, so 5-, 6-, 7-jährig. Und natürlich die jetzt gut vorzustellen, die weiterzuentwickeln und dann auch irgendwann an den großen Sport so ranzuführen. Das ist auf jeden Fall so die Ziele, über junge Pferde dann wieder an den besseren Sport ranzukommen. Für Dennis Nielsen, 2015 Deutscher Meister der Springreiter, und Viktoria Michalke ist der Start ihres gemeinsamen Reitunternehmens auch eine Frage der Geduld. Wir geben uns sehr viel Zeit mit den Pferden. Die Pferde kommen alle 2 bis 3 Mal raus. Wir haben Koppeln, Wiese, Weide. Selbst wenn Vicky und ich auf dem Turnier sind, haben wir noch Sven, der Meister hat, der Dressur reitet, der auch auf einem sehr hohen Niveau reitet. Also selbst wenn Vicky und ich nicht da sind, werden die trotzdem super weitergearbeitet. Und wir haben 3 super Pfleger und das ist einfach eine gute Basis, um das alles anzufangen. Die Zielrichtung ist klar. Am Ende muss es so dieses Gesamtpaket sein, dass wir davon gut leben können. Aber ich würde jetzt sagen, dass eher die Pferde im Mittelpunkt stehen und wir jetzt in den ersten Jahren nicht davon sprechen, vielleicht Wahnsinnsgewinne zu erzielen, sondern das Ganze tragbar hinzukriegen und dass wir nicht draufzahlen, aber dass wir etablieren können, dass wir hier einen guten Job machen. Und so könnte sich das Gut Dachsau in 5 Jahren entwickelt haben, in seinen Vorstellungen. Dass wir die Boxen voll haben, dass Vicky und ich noch glücklich sind und dass ja, wir uns mit Dachsau hier einen Namen gemacht haben und dass das alles stabil läuft.